dem so. Immerhin hast du den Ring dafür. Ja, immerhin. So, wie was meinst du, die Leute gucken uns noch, wenn wir, naja, 30 sind? Nö, dich nicht. Scheiße! Du musst einfach wegen meinem Alter ab jetzt immer lügen. Ne, Leute, wieso? Ich werde 27, wieso? Ich werde jedes Jahr 25. Ich auch. Da so. Mach ich denn mit. Tach. Das ist die Vorstellung eines Bruders, was steht hier? Gib mir deinen nächsten Schlüssel. Woher weiß er nur, dass ich deinen besitze? Na gut, schließlich kann ich deinem Bruder keine Bitte abschlagen. Nehmen wir ihn hier. Nicht einfach geben, tanze dafür. Ja, ja, dachte ich schon. Also, was ist? Ein Versuch macht Milliarden Rubine. Okay. Nein, ich hab's, glaube ich, noch im Kopf. Ich glaube, das ist ein anderer Rhythmus. Mal gucken. Okay, let's go. Immer noch plus zwei Inputs, oder? Ja. Ups. Ein Naturtalent! Den letzten Input einfach geschlafen. Man hat aber echt, aber ganz, das ist so viel Zeit zu handeln. Du musst nicht mal richtig im Takt sein. Ich war teilweise eigentlich viel zu langsam, aber. Ja, aber das ist halt schon einfach, finde ich. Keine Ahnung. Aber die sind aber auch. Du, bei dir hat es euch, weil du hast ja auch einfach Rhythmusgefühl. Oh Gott, die Diskussion hatten wir vorhin schon. Ja, aber die wirklich Leute, die haben kein Rhythmusgefühl. Ist ja jetzt nicht schlimm. Nur wenn man was nicht hat und so, ist ja nicht gleich. Was, willst du mich beleidigen? Nein! Das ist halt immer unterschiedlich. Manche haben ein Rhythmusgefühl, manche nicht. Dafür können die anderen Sachen besser. Da dich ein Bruder empfohlen hat, werde ich mein Versprechen einlösen. Also sonst nicht, oder was, der Arsch? Genau, sonst nicht. Komm wieder her, wenn du noch eine Tanzstunde brauchst. Komm wieder, also wenn du etwas reicher bist. Sonst löst du seine Versprechen nicht ein. So, okay. Wir haben beide Schlüssel. Hast du den Busch extra nicht aufgemacht, weil er erzählt hat, was da drin ist? Nein, ich habe nur keine Lust gehabt. Ich habe schon gedacht, dass da bestimmt was drin ist, aber ich wollte nicht, Marcel. Ich bin doch edgy. Ich glaube, da ist sowieso jeder dabei, der Geld abzockt. Geld abzockt? Ja, das ist ja noch besser. Huch. So. Ach, so, jetzt kann es in den Dungeon, Leute. Das wird richtig gay. Jetzt geht's in den Dungeon. Was wird's? Nichts. Nichts. Das wird richtig geil, sagt der Marcel. Guck, was da dran ist. Du bist edgy. Nein, edgy, nicht edgy. Lini. Das hättest du wohl gern, wa? Ups, ich bin Marcel. Ich bin der Marcel, hallo. Ich bin edgy. Ich bin nicht edgy, ich bin edgy. Edgy. Level 6, die Nixenhöhle. Alles kaputt hier drin. So. Geil! Dann wollen wir mal loslegen, wa? Tja, was meinst du, wie viele Streams werden das noch mit Oracle of Ages? Naja, so wie du spielst, also. Wenn du dich ablenken. Wenn du dich ablenken lässt, also. Oder in jeden Gegner reinrenne. Dem Shorty, 5 Monate treu. Vielen Dank, pass auf. Direkt mal hier infusen. Ist das geil? Komm nicht mal Feen raus, Mann. Na, aus denen nicht, nee, aus den anderen aber. Die an den Wänden lang rasen. Eckig, kantig, ja, daher kommt das, genau. Jetzt käme meine Heilung, super. Okay, ein ganz kleines bisschen Healing. Hey, der Sui.
Alter. Bin ich drunter weggetaucht einfach. Kann ganz schön lange tauchen, der Gute. Oh, hi, Kati. Hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Red Hat ist ja auch dabei. Erstmal X-Spam. Richtig. Au. Oh, Toast ist auch da. Hallo. Onkel Toasty. Hallo. So, du DPS-Main. Bin ich sogar, ja. Das ist umso passender. Au. Ich bin wieder fast weggeknüppelt hier einfach. Was ist Marcel? Was heißt denn DPS, Mann? Was heißt denn? Damage-Dealer quasi. Die, die den Schaden machen. Das sind doch Tanks oder DDs. Nee, Tanks, Tanks nehmen den Schaden an. Also Tanks halten den Schaden der Gegner aus. Okay, aber Damage-Dealer ist doch DD. Warum DPS? Das nennt sich halt so. Das ist ein gängiger Term. Ich kenne nur Dungeons and Dragons. Wow, erstmal heftig daneben gezielt. Flop. So, aber will ich da schon lang gehen? Ja, wobei ich könnte noch links eben, aber... Und den soll ich jetzt auch in der Vergangenheit machen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Alter. Das hätte schief gehen können. Ach, Döner. Damage per second. Ach so. Richtig. Also das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Heißt, ein DD macht DPS, so. Quasi, ne? Aber man nennt es trotzdem DPS. Das macht da keinen Sinn. Du musst sagen, was bist du? Ich bin DD, ein Damage Dealer. Und was machst du? Na, DPS. Das macht man aber nicht. Du, aber keine Sau macht das, Marcel. Also voll scheiße. Was machst du? Was spielst du denn? Damage pro second. Hä? Verlockende Düfte entfalten fatale Wirkung. Was nochmal? Verlockende Düfte entfalten fatale Wirkung. AKA, wenn du unter die Bettdecke furzt. Dein Partner sich wundert, warum stinkt's hier so und du unter der Decke bist. Geil. So. Ach, Marcel. Ach, Marcel. Nee. Ja, fragt doch mal nicht eure Termen. Bin ich da durch? Das ist genauso, wenn ihr, Marcel, was machst du beruflich? Geld. Wenn ich dann sage, genau, Geld. Na, hä? Na, sagt man halt so. Was? Genau. Marcel wieder mit den Extremvergleichen, die einfach keinen Sinn ergeben. Kann ich ja eigentlich das Ding benutzen? Wahrscheinlich nicht. Was macht denn der Sui da schon wieder? Sui, du hast doch verlockende Düfte dabei. So. Sui, du musst da hin, da kannst du... Oh, shit! Ach stimmt, warte mal, verlockende Düfte, da war ja was. Da war ja der Tipp. Ich habe ja verlockende Düfte. Schon klar, dass Marcel eigentlich recht hat, ändert trotzdem nicht den Fakt, dass es keinen Arsch so nennt. Und das nicht der gängige Term ist, so. Verstehst du? Dann sagt er wieder mal viel über diese Szene aus, ne? Über diese Szene, sagt er, Alter. Ich bin Marcel. Kein Wunder, dass ich aus allen Foren gebannt werde, aber ist okay. Boah. Warte mal. Ich hab wieder vergessen, was die Dinger machen. Damage per Second Maker. Ha. Hast gesehen, wie ich die weggenatzt habe? Sui macht auch GPS. GPS, Geld, warte. Geld per Second. Geld per Second, Leute. Ja, in Sekunden wird es leider noch nicht gezählt. Aber dafür arbeiten wir ja an den Verdiensten. Oh. Ich wollte mal gucken, ob das leuchtet. Ach, mal gucken, Geld per Second, das kommt bestimmt immer für die Premium Pro Twitch Premium Partner. Die haben den Geld per Second, weil sie so krass sind. Das? Ja. Das funktioniert! Oh. Oh nein, nicht die Grabber schon wieder. Nicht die Grabscher, ey. Chain Grab. Kennst du noch Chain Grab? Alter, hör mal auf mit dem Scheiß. Weißt du? Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wenn dann irgendwie Smash Switch endlich mal angekündigt wird, was sowieso der Fall sein wird, dann kommen dann die Ice Climbers wieder, dann gibt's diese ganze Scheiß-Grab. Weißt du, ich meine, die haben ja schon so einen Grab-Cooldown gemacht, weißt du? Aber die haben bestimmt trotzdem irgendeinen Glitch, mit denen das dann wieder funktioniert. Das ist wieder alles für den Arsch. Ja, man geht ja zu früher, kann man das aber rauspatchen, sofort.
Ja, das stimmt. Ist ja die Frage, ob sie das machen. In Melee ging das nicht. In Melee kannst du da den Nas, Nas da mit seinen Hitboxen da rumtricksen. Das kannst du immer machen. Kaputtwoggeln oder wie auch immer das nennt. Toggling, glaube ich, oder irgendwie sowas. Wobbling war es, glaube ich. Smash 5 Leaks? Hab schon keinen Bock auf die Ice Climbers, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, waren die denn so schlecht? Die werden ja die Szene kennen und so. Die sehen sich auch die Tierlisten durch. Ja, die weil Sakurai so viel Wert darauf legt, wie die Competitive-Szene denkt. Was? Hab ich das laut gesagt? Ist Sakurai so ein Stinky? Ist ein richtiger Stinky, ist das. Schön. Herrlich, sag ich euch, Leute. Herrlich. Was ist denn der Sakurai? Wird die so ein Selbst ein Stinky? Ah, herrlich. Das fand ich jetzt wieder sehr lustig. Können die Dingens ein Splatoon-Duo reinbringen oder so, aber nicht die Ice Climbers. Braucht keine Sau, braucht die Ice Climbers. Leute, nennen wir das Kind doch beim Namen. Kleiner Scherz am Rande, aber im Grunde genommen ist es so. Was ist los, Marcel? Warum lachst du jetzt? Das ist schön. Ich habe Marcel getötet, Leute. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe mich jetzt richtig getötet. Dann musst du alle drei machen. Du bist jetzt trocken und unerwartet, ey. Kleiner Scherz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Ja. So. Jetzt hast du doch schon rot gehabt. Habe ich echt rot gehabt? Warte mal. Okay, ich hoffe, das mache ich richtig, indem ich die ganze wieder raus und reingehe. Nö. Echt nicht? Nee, die verschwinden ja. Wenn du jetzt den gleich wieder wegrollen würdest, wenn du das rote machst, dann ist er weg. Achso, I see, okay. Okay, warte. Lass mich erstmal mal gucken, wie ich das rot gemacht habe. Jetzt hast du rot nach links hin. So. Und jetzt gelb. Kleiner Schatz am Rande, aber im Prinzip ist es so. Da sehe ich schon Azizui wieder. Oh Gott, ey. Herrlich, sage ich euch. Warte, ich weiß, was ich eigentlich sagen wollte, Mann. Mann, er ist richtig trocken rausgehauen, ey. Oh. Verdammt, das war eins zu weit schon wieder. Das war immer noch nicht, das war immer noch blau. Ich habe nichts geändert, warte. So. Ach so, die Platten verschwinden komplett. I see. Nee. IQ Pillays. So. Das war ein cooles Rätsel. Und Pac-Man ist uns auch gleich wieder raus. Alter Seelachs, der richtige Hater hier. Na, Pac-Man ist doch cool. Ich finde halt irgendwie, man, Snake war so lustig, dass Snake drin war. Snake war echt. Das war so witzig. Ich habe Snake zwar nicht wirklich. Ich habe Snake zwar nicht richtig gespielt, aber das Lustigste an Snake war halt einfach, dass es halt komplett nicht gepasst hat. Selbst Bayonetta passt mehr rein als Snake und das soll schon was heißen. Und Snake hat auch so lustig reagiert darauf, entsprechend von wegen, Alter, was ist denn hier los? Die rennen ab mit Krawatte rum, was ist denn für ein Scheiß? Ja, das war das Geilste. Das ist sowieso das Lustigste einfach, ihr müsst euch die ganzen Codec-Gespräche angucken mit Snake und seinen Leuten halt. Das war schon das absolute Highlight an Brawl damals. Ja, weil er auch so dumme Fragen stellt. Ja, was ist denn ein Saurier, der Eier legt? Also ist er weiblich, oder? Nee. Was wir so wissen, ist er männlich. Hä? Das ist ganz komisch. Ja, Snake. Ist egal. Ah, das war schon nice. Oh ja, Isaac. Das würde auch noch fehlen. Den habe ich ja damals auch tatsächlich bei der Umfrage reingeschrieben.
Der hat garantiert auch ziemlich viele Votes bekommen, weil ich weiß, dass der von ziemlich vielen gewünscht wurde. So, okay, jetzt muss ich aber gucken, weil jetzt kann ich hier nichts mehr machen. Jetzt soll ich in die Vergangenheit reisen? Bist du denn des Wahnsinns, Marcel? Aber Goldson ist doch tot. Hat aber eine schöne drei Spiele, ist eine schöne Trilogie. Ja, mit einem Cliffhanger. Ach, er war am Ende echt ein Cliffhanger? Ja. Die haben am Anfang des Spiels nämlich was eingeführt, nämlich die Psynergy-Vortex, die dann irgendwann im Laufe des Spiels nicht mehr relevant waren. Und dann am Ende ist ihnen gefühlt noch eingefallen, ach ja, da war ja was, schnell Cliffhanger machen und Goldens dann 4 nie produzieren. Hype! Also sollte man doch nur Goldens 1 und 2. Der dritte ist nicht, ist eigentlich ist er, hat der dritte echt Potenzial, aber er hat zwei Sachen. Er hat ein offenes Ende ohne Nachfolger. Endet viel zu abrupt, okay, er hat drei Sachen. Und er hat einen verdammten Dingens, einen verdammte Point of No Returns in einem JRPG. Oh, ja. Das hat mich ja auch damals gebracht, das Spiel nicht mehr zu spielen. Weil das echt, ich hatte so gesucht und alles mitgenommen. Da habe ich einen Djinn gesehen, ich dachte, den krieg noch nicht. Ach, mache ich später, genau an dem Point of No Return. Ja, ich habe auch einen Djinn bei meinem ersten Playthrough nicht bekommen, tatsächlich. Hä, und wie komme ich jetzt in die Vergangenheit? Weil der Tempel war nicht da. Bin ich denn schon wieder? Warum immer die schlechtesten Stellen? Da kackt ja, Gebirge hier. Weil du immer so viele Gegner schon besiegst. Dann kommt die doch immer. Toll, Alter, boah. Die zwackt mir Bomben ohne Ende ab. Hey, das sind doch meine Bomben. Du mieser kleiner Knecht, ey, dachte die sich nur. Hallo, Rübe Nasgnet. Was? Hallo. Schau ihnen beim Duschen zu. Das ist ja krass. Jetzt gerade im Moment? Lina ist ja auch am Stissel. Hallöchen. Hallöchen. Ah. Der Sui checkt es einfach nicht. Hinter dem Wasserfall. Der Klassiker doch, weißt du? Der absolute Klassiker. Warte, gibt's eine eigene Karte für sogar? Krass. Ja, ja. So, irgendwann habe ich jetzt. Das, was du jetzt machst, hat natürlich eine Auswirkung denn in der Gegenwart, ne? Ja, weil hier dann bestimmt ein Loch in der Wand ist, weil ich damit bumm agiert habe. Also eine coole Idee, bei so einem Zeitgame so ein Tempel aus zwei verschiedenen Sichtweisen zu machen. Wie Dingens, ne? Ocarina of Time, das ja auch gemacht. Dass man dann einem Tempel zwei. Ach ja, der Geistertempel, oh ja. Bloß da konntest du irgendwie. Konntest du da einfach noch. Nachwirkend machen? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, es war nicht so. Ich glaube, du musst es nicht die ganze Zeit hin und her wechseln. Ich glaube, du bist doch zuerst als Kind rein, oder? Dann hast du die Silberdinger geholt und dann konntest du als Erwachsener den Sack zumachen. Das fand ich ziemlich geil generell. Bei Master Quest ist es ein bisschen anders. Da musst du als Kind, als Erwachsener und dann nochmal als Kind. Und dann nochmal als Erwachsener. Dann laufende Kerzen? Okay, erstmal anzünden gleich. Das ist hier Pokémon, ne? Wie heißt es denn hier? Mann. Nicht Candelabra, die Vorentwicklung. Lichtel. Da siehst du Lichtel. Boah, wie die abgehen. Ja, wenn du bist du einfach angezündet, wie würdest du den wirklich mal sehen? Scheiße! Ich bin auch keine Kerze. Ich bin nicht supposed to be litten, quasi. Ich muss übrigens mal anmerken, dieser ganze Gerudo-Teil aus Ocarina of Time ist, finde ich, atmosphärisch einer der geilsten Stellen, so aus Zelda irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat das als Kind bei mir mega Eindruck hinterlassen, so. Vielleicht, weil ich es auch so schwer fand, dahinter zu steigen damals. Ocarina of Time oder meinst du Four Swords Adventures oder Twilight Princess? Ja, Ocarina of Time. Halt, die ganze Gerudo-Sache da halt. Generell auch mit den Prüfungen, die man dann da machen konnte, wo ich dann damals irgendwie, als ich dann irgendwann nochmal durchgespielt habe, auf einmal Lichtpfeile bekommen habe und das, Eispfeile bekommen habe und das total krass fand, weil ich nicht wusste, dass es das da gibt, einfach so. Richtig cool. Dann war echt geil. Der eulen Trainingsarena. Und dann gehst du zum Wahrheitsstein oder zum Mythenstein neben dem Geistertempel und sprichst ihn mit deiner Maske der Wahrheit an. Und dann erfährst du erstmal, ja, man erzählt sich, dass der Schatz aus der Gerudo Trainingsarena nicht sonderlich wertvoll sei. Da droppt er da einfach wirklich. Droppt er das da einfach. Also kannst du die Eispfeile eigentlich vergessen. Hat man eigentlich für die Feuerpfeile, also ich meine, ich wusste das damals, ich weiß aber nicht, woher ich es wusste, hat man irgendeinen Hinweis darauf bekommen? Da ist eine Steintafel. Da ist eine Steintafel, ja. Direkt davor, also da ist so eine große Steintafel neben dem Baum, wo du dich hinbeamst zum Wassertempel. Und da steht dann, wenn ich schieße, wenn die Morgensonne aufgeht, ein Pfeil in die Sonne. Ich glaube, das steht schon richtig wortwörtlich da. Okay. Eine Karte! So. Okay, Marcel. Ja. Willst du einfach Kaki? Ja, Kaki. Willst du schon wieder Schnauze? Ich muss mal. Ich muss mal groß, Marcel.
So. Wum, wum, wum. Kleiner Schätz am Rande, aber im Prinzip. Der Eisklimmer ist eben, ey. Ah, schön. Und dann abbrechender Marcel. Okay, dann geh ich mal wieder in die Gegenwart und guck, ob jetzt hier ein Loch in der Wand rechts ist. Aber Marcel, bist du schon wieder Schnauze? Ich fand die Eisklimmer trotzdem irgendwie cool. Bloß irgendwie vermisst man ja jeden, der mal da war, dass ich Pichu, obwohl er natürlich so mega kacke war und ein Fun- und Troll-Charakter war, aber irgendwie... So gesehen hast du recht. Ich bin eigentlich auch mal so, je mehr, desto besser, Leute. Bei so einem Spiel wie Smash, aber... Ja, bloß irgendwie mir halt echt Klone auf den Sack. Irgendwie so, nee, weil es so Potenzial verschenkt. Also, na klar, mach doch hier einfach hier Marth und Lucina als einen Charakter. Mit aber halt wechseln, wie bei Elf oder so, oder wie bei halt den Coen, dass sie männlich und weiblich sind. Nein, das will Sakurai nicht, weil sich dann die Fans betrogen fühlen. Was? Aber bei Olima und Elf nicht, oder was? Die kannst du ruhig zusammen fusionieren. Nö, weil Lucina ja quasi ein mehr Charakter ist als Elf. Das ist übrigens kein Scherz, ne? Das sind die offiziellen Statements. Just saying. Dass die Lucina-Fans sich dann betrogen fühlen würden. Wenn sie quasi nur ein Maß ist. Das ist wirklich ein Stinky, oder? Ja, das ist, ich sag's doch, Sakurai ist ein ganz komischer Vogel, also... Sympathisch ist er mir nicht, weil er ganz merkwürdige Einstellungen hat. Ach, in vielen Dingen. Immer, ey. Hoffentlich wird Lina nicht auch so als Game Designerin. Oh. Stimmt's, Schmusi? Wow. Warum wird man denn so ein Stinky? Ich meine, warum macht er denn nicht? Meine, mit Snake war so cool. Aber der olle Snake, hier sein so ein Corporal hat ja schon gesagt, das ist a once in a lifetime chance, Snake. Oder wieso? Gibt's nur einmal, verdammt. Also können wir Snake, glaube ich, vergessen. Ich glaube aber tatsächlich, es war ja sogar der Dingens, der Konami hat ja sogar angefragt, ob die den haben wollen, aber Sakurai hat, glaube ich, nicht drauf geantwortet. So war das damals. Also, das ist nur das Statement, was man natürlich so offensichtlich kennt. Wer weiß, was da im Hintergrund doch ablief, so, ne? Aber das ist so der Input, den man hat. An sich sind die doch eigentlich Freunde und kennen sich, ne? Also nicht Konami und Sakurai, sondern halt Hidouma und Sakurai. Die sind irgendwie richtige Freunde, die kennen sich ja richtig lange schon. Und dann haben sie gesagt, klar, Mann, hier, Mann. Tja. Ja, und meinst du echt, die haben doch, das ist doch eine Firma, oder? Meinst du echt, die haben Cloud aus Final Fantasy VII einfach so reingemacht? Ich glaube, da hat der Nintendo nichts von. Die promoten halt einfach nur ein Spiel, was du woanders spielen kannst. Ich glaube mal, Final Fantasy VII Remake gibt's auch für die Switch, oder? Wahrscheinlich. Wenn's rauskommt. Nehme ich auch stark an. Weil sonst hat man nichts davon. Bei Snake war dann aber was anderes. Gab ja auch definitiv Metal Gear Solid-Spiele für Nintendo und hat auch seinen Ursprung da gehabt und so. Und die haben ja, glaube ich, auch den Metal Gear aus Metal Gear 2 haben sie, glaube ich, genommen für Smash, vom Design her. Oder wie das Design von Twin Snakes, oder auch für den GameCube da war und so. Alter, Sui! Was war das denn? Das war merkwürdig. Wie sieht's mit Monster Hunter World aus? Wird das mal angespielt? Problem ist, das Spiel ist ein Zeitfresser und ich will nicht mehr als einen Zeitfresser haben. Und da ich einen Zeitfresser gefühlt seit Ewigkeiten jetzt schon quasi konsumiere, möchte ich nicht noch einen weiteren dazu holen.